Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Café Owner Simulator. Und ihr werdet mir das nicht glauben, aber ich habe hier gerade ein Monster gehört. Ich habe hier gerade ein Monster gehört, jetzt mal ohne Witz. Es hat gemacht, irgendwas Krasses war hier gerade. Was geht jetzt ab? Ist es hier im Wald? Alter, Leute, jetzt wirklich. Hier war gerade irgendwie ein Vieh. Keine Ahnung, Monster. Golem. Ihr werdet mir das nicht glauben, aber es ist wirklich so gewesen. Da hat sich hier irgendwer in Alien verwandelt? Was war das für ein Geräusch? Das war crazy. Okay, nein, das war nicht die Fritteuse, das weiß ich. Ach, der eine hatte doch geschrieben, dass sich hier irgendwie ein Monster aufhält oder so. Mal, haben Sie ein Monster gesehen? Keiner ein Monster gesehen. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Ich wollte mal gucken, dass, wenn ich mir jetzt einen Kredit aufnehme, goldene Bank. 3000 könnte ich aufnehmen, dann hätten wir 7,2. Das reicht nicht für, es reicht nicht hierfür. Ich will mein Restaurant ja mal erweitern. Du expensive establishment. Okay. Da gibt es nochmal eine Prämie. Also entweder wir werden jetzt schnell Level 8. Ja, das könnten wir noch schaffen. Ich schaue nur mal gerade hier. Lebensmittel werden nämlich knappo. Aber die sind an sich gar nicht so teuer. Weil wir wollen ja oben dann Kaffee servieren. Und wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme und wir die 7,5 zahlen für die Erweiterung. Wobei ich gerne hier jemanden mit einer höheren Arbeitsgeschwindigkeit hätte. Warte mal ganz kurz. Ich weiß, das ist jetzt, aber wir haben ja gerade. Alle raus, der Laden schließt, so. Die Kirche an sich haben aber hier... Tut mir leid, ich werde dich rausschmeißen müssen. Ich hatte nämlich mal hier in der Verwaltung schon... Mal gucken. Guck mal, Ashley. Gut, oh ja. Ashley wird angestellt. Ach guck mal, hier kann man Prämien zahlen. Ashley kriegt keine Prämie. Hier. Amy kriegt keine mehr. So, Müll, jetzt sammeln wir nochmal Geld ein. So, Restaurant, Verwaltung. So, Ashley ist gut, Amy ist nicht gut. Amy raus. Ashley arbeitet schneller. So. Haben wir das schon mal. Ashley ist einfach schneller am Start. So, jetzt müssen wir mal im Groben und Ganzen gucken, wie wir tanzen mit den kleinen Wanzen. Ne? Wisst ihr auch Bescheid. Trotzdem, überlegen. Soll ich den Kredit aufnehmen? Nee. Wenn ich jetzt einen fetten Kredit noch aufnehme, dann muss ich den zurückzahlen. Und dann kann ich mir, ich kann das Stockwerk zwar dann öffnen, aber kann mir das auch nicht leisten. Da ist was kaputt. Das ist nicht gut. So, mal gucken, ob es mit Ashley jetzt schneller geht hier.
Ja. Noch mehr Menü, noch mehr Köche. Es bringt ja nichts. Wir haben keinen Platz mehr für Köche. Wir müssen echt mal gucken, dann noch eine zweite Küche oben machen oder wie das mit dem Kaffee dann läuft, weil, ne? Ob wir dann einfach unten hier weiter Essen servieren, die großen Tische rausschmeißen, ne? Das könnte man überlegen. Sind hier wieder irgendwo Fußabdrücke? Da. Irgendwas ist noch. Muss noch was gehakt werden wahrscheinlich. Und Kakerlakerks gibt's auch wieder. Ja, ist egal, die sprühen wir weg. Ich hab's übelst verprellt, irgendwie Weihnachtsgeschenke zu besorgen, ne? So für meinen Bruder und seine Freundin ist relativ einfach. Weil die halt im selben Metier unterwegs sind wie ich. Für meine Freundin ist es eigentlich auch relativ einfach. Aber für meine Eltern ist es immer schwierig, aber die freuen sich auch über so Fotobücher vom Kind oder so, ne? So was die Maus wieder erlebt hat übers Jahr, so, ne? Dann gucken die immer und freuen sich. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Die schon mal zusammengepackt, dann habe ich noch meine Schwester oder meine zwei Schwestern und meine zwei Schwager, die dazu. Das wird auch immer ein bisschen schwierig. Naja, aber so ist das, ne? Meine Freundin ist einfach, die steht nämlich auf denselben Kram wie ich. Ramsch. Lustigen, dummen Ramsch, der immer gut ist. Gibt es noch was Liebevolles dazu, aber hauptsächlich Ramsch. Aber ich werde das jetzt hier nicht verraten, weil ich weiß, dass sie mich ausspioniert über meine Videos, die ich mache. So, siehst du, guck, da stehen gar nicht mehr so viele Leute an. Immer noch nicht drauf geachtet. Warte mal, wenn die Essen bestellen, zahlen die dann direkt? Ah, okay, ja. Aber die kaufen nur billigen Ramscho. Vielleicht mal das Billigessen aus dem Programm rausnehmen und das teure Essen nehmen. Ah, weiß man nicht genau. Hast du hinterher irgendwie Klientel, was du gar nicht willst? Hallo. Oh. Schon wieder kaputt. Ey, da kauft man den teuren, ne? Leute, kommt zurück, der Kühlschrank geht wieder. Könnten noch, warte mal, Verwaltung, Kartentext. Bei Kreis schmeckt die Wurst. Toll. Okay. Der soll Kunden anlocken, ja? Okay. Oh. Wenn dem so ist, vertrauen wir mal darauf. Und hoffen, dass er nicht von diesem merkwürdigen Golem gefressen wird, dessen Geräusche ich gerade noch gehört habe.
Ja, guck mal, die Snacks, die die mitnehmen, sind teurer als das. Naja. Das Regal ist auch noch halb voll. Lassen wir erstmal so. So, Verwaltung, Werkzeug, mein Restaurant, Tapete, Kamera, Skills. Könnten wir wieder bei Skills, Erhöhe die Geschwindigkeit der Ausrüstungsreparatur. Ah, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Geschwindigkeit der Angestellten, keine Ahnung. Was ist das? Warum habe ich das? Steigern wir erstmal den Gewinn. Was sagt der Müll? Er geht erst ab 50% oder so. Ah, die ist schon ein bisschen schneller unterwegs, aber ist jetzt auch kein leuchtender Stern am Himmel mit Schweif, ne? Also... Na, warten wir mal ab. Na gut, wir haben nur die zwei Köche, aber rein prinzipiell... Er ist halt schön, ne? Es wäre halt schön. Wäre halt schön, wenn es mal anders wäre. Wenn wir jetzt noch ein Level abkriegen, kriegen wir noch mehr Kohle. Aber ich habe nicht genug Aufträge, um Level-Ups zu kriegen irgendwie. Und eine E-Mail hat mir auch keine geschrieben, um mal noch ein anderes Restaurant irgendwie zu... was ist denn hier los? Alter, wenn das der Feuerwehrmann sieht, dann kriegen wir ein Problem. Was ist los? Hä? Okay, ich habe irgendwen reden gehört. So, hier muss keiner lange stehen. 31 Sekunden. Okay. Ich sehe immer diesen Elch und denke, hier ist dieser Yeti da oder was. So, die immer voll motiviert hier, die Mitarbeiter. Nicht genug Ausrüstung zum Kochen? Was ist schon wieder los? Oh nein. Müll entsorgen, bitte. Warum ist es auf einmal so leise? Erst ab 3 Gästen, die sitzen oder so, kommt das Business-Geräusch. Mein Auge macht Yuki Yuki. So, gibt's hier was zu harken oder... Da. Schon lange keinen Sturm mehr gehabt hier, hä? Ey, ihr macht hier alles dreckig, Leute. Klotür zu. Aber guck mal hier, ne? Hier ist, eigentlich läuft es jetzt gut. Auch wenn ich irgendwie überhaupt keinen Gewinn mache. Mitarbeiterkosten. Müssen die Mitarbeiterkosten senken.
Boah, aber ich hätte eigentlich auch mega Bock auf irgendwas super rotzig Fettiges heute, ne? Ohne Kack jetzt so geil frittierte Pommes oder so. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf, um ehrlich zu sein. Schönen fetten Burger irgendwie oder so. Boah, hätte ich Bock. Naja, mal gucken. Ich muss so in einer halben Stunde muss ich meine Tochter abholen. Die ist gerade bei einer Freundin. Die bauen Schneemänner. Und dann schauen wir mal. Was es da heute noch Feines gibt. Weil wie es aussieht, kann sie nächste Woche nicht zu ihrer Mama, weil ihre Mama krank ist. Die hat sich irgendwie ein HR-Virus oder sowas eingefangen und da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen bleibt sie dann lieber hier, bevor ich dann in der Seuchenkette auch noch mit drin stecke. Habe ich mir gar keine Lust zu. Oder RS-Virus? Ich glaube, es ist ein RS-Virus. HR, RS, CB. Oh, hat er nichts gekauft, oder? Unbezahlte Rechnungen. Ich komme nicht über die 4000. Ich kann eigentlich nur mit Level-Ups Geld verdienen. Mal zack, zack. Die nimmt hier Kunden an. Die liefert Essen. Die macht hier Zeug. Das. Ah, wunderbar. Aber da sieht man schon, wie die Arbeitsgeschwindigkeit sich dann doch irgendwie auswirkt, ne? Es muss zumindest keiner mehr, oh, langfristig anstehen. Preise entsprechend der Qualität, okay. Das Restaurant hat keine Unterhaltung. Wir haben hier Unterhaltung. Soll mal ein bisschen an den Platz denken, ne? Hoppala. Entschuldigung, Sir. Naja, warten wir mal ab. Ah, ich hab auf diesen Aufnahmeknopf gedrückt, ganz panisch, weil ich dachte, es kommt jetzt mal hier Monster, aber Monster kam nicht. Kam nur das Geräusch und ihr habt es nicht gehört. Ich steht um da. Alle denken wieder, krass, was ihr erzählt, aber stimmt ja gar nicht. Aber irgendwie ist der Dancer da vorne, der danzt irgendwie nicht genug, oder? Tapete, nee, warte mal, wo war denn? Marketing, ich mach das mal aus. Guck mal hier, wir machen das mal an. Und das mal an und gucken, ob sich das auswirkt. Ich hätte es schon gerne ein bisschen voller. Über ein, zwei Leute, die in der Schlange warten. Als hier so viel Idle Time. Oh. Hm.
Feuerwehr. Ey, der macht aber recht häufig Kontrollen irgendwie. Vielleicht will er mit seinen Kumpels auch mal was essen. Und bleiben die nicht hier und essen was? Naja, beim nächsten Level Up, Leute. Beim nächsten Level Up, da geht's los. Könnte aber noch ein bisschen dauern. Na, noch so 1000 Erfahrungspunkte, ist okay. Ist überhaupt... Warum haben wir überhaupt keine... Naja. Ein bisschen Kleinzeug auffüllen wieder. Na, irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo wir richtig Asche verdienen. So, guck mal, jetzt steht mal endlich einer hier. Oh Gott. Jetzt gibt's keine Ausrüstung wieder. Das gehört? Das gehört, da war es doch wieder. Da hinten. Oh nein. Oh. Da war Bigfoot im Wald. Ich hab Bigfoot gesehen. Okay, krass. Naja, Leute, ich würde sagen, wir speichern an dieser Stelle und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode, wenn ihr denn Lust habt. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und dann können wir irgendwann auch vielleicht hier so ein schönes Yachtcafé integrieren. Ganz schön, wie ich das immer mache. In tollen Farben und wunderschönen Auskleidungen und so. Leute, bis dann. Ciao, ciao.